Am 18.11. war die wichtige Demo gegen das dritte Gesetz zum Bevölkerungsschutzgesetz, Paragraf 28a, am 18.11. Und drei Tage vorher war das Treffen in Saalfeld. Ja, der angeblich der König von Deutschland im Namen Peter Fitzek. Ich glaube, dass das außerhalb seiner Einflusssphäre ist, da eine schützende Hand drüber zu halten. Sodass ja, alle das meine ich auch. Ich denke eher, dass der Verfassungsschutz diese Einrichtung so laufen lässt, wie sie läuft, um die Leute, die dort hingehen, im Auge haben zu können. Also eine Honigfalle. So würde ich das Ganze sehen, ja. Karl, wir haben von Herzen alle Querdenkerinnen und Querdenker leid getan, die Querdenken vertraut haben oder auch Michael Ballweg als Person vertraut haben und dann mit so einem Schmarrn, hinters Licht geführt werden. Also mir hat es um die Menschen leid getan, die normalen Menschen, die zu Querdenken gehen. Ja, das war ja ganz offenbar eine von irgendjemand aufgestellte Falle für uns. Ja, irgendjemand ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, Karl. Ja, natürlich, weil ich ja immer noch nicht eindeutig definieren kann, wer es war. Ich weiß natürlich, wer die Verantwortung trägt. Und Anni und ich, wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Und uns hat auch keiner einen Hinweis vorher gegeben. Genau, gar nicht. Wir wussten auch nichts. Ich den gesehen und Reden abhören, wusste ich, dass ich den schon mal in einer Dokumentation im Fernsehen gesehen hatte. Man ihn als Reichsbürger und als Staatsfeind, der eine eigene Monarchie in unserem Staat aufbaut, illegal vorgestellt hat. Genau, er ist ein Royalist, er ist ein Monarchist. Naja, und der möchte ja von den Leuten Geld abziehen. Er ist einfach ein großer Betrüger, meiner Meinung nach. Ja, da lagen Kapitalüberlassungsverträge aus, Karl, die habe ich dir ja gezeigt. Und mit Kugelschreiber. Ja, also genau, in Euro einzahlen und dann ein Konto in Mark haben bei der Königlichen Reichsbank. Und deswegen irritiert mir das auch nach wie vor, die Zusammenarbeit. Die Royalisten, Monarchisten, Reichsbürger, das passt nicht zum Grundgesetz. Nein, das passt nicht in unsere Linie und es beschädigt die Bewegung. Wenn es versehentlich war, Schuss ins Knie und wenn es absichtlich war, war es die Selbstzerstörung von Querdenken. Und auf jeden Fall spielt der Michael Ballweg eine andere Rolle, als er es zugibt. Zu spielen scheint, dass wir da keinerlei Thematik hatten zu der Paragraph 28 der Gesetzesänderung, wenige Tage drauf, hat ja damals auch schon irritiert. Irritiert natürlich nach wie vor. Ja. Und das ist ja das, was ich mehrfach eben angeprangert habe, dass man hier die politische Ausrichtung von Querdenken nicht erkennen kann und wenn, dann eine negative. Ja, weil sonst wären wirklich mehr Menschen da gewesen, denke ich.